Zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Johann Wadephul, den Fraktionsvorsitzenden, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU im Bundestag. Grüße herzlich. Guten Morgen aus München. Guten Morgen nach München. Sie wurden kürzlich erst noch geadelt oder wie man das beim Militär sagt, befördert vom Verteidigungsminister selbst und das auch noch in Litauen. Wie geht es Ihnen damit? Vor allen Dingen mit Blick auf diese Reanimierung, die man da jetzt erlebt an der Ostflanke der NATO? Nein, mir geht es damit persönlich gut. Ich glaube, der Bundeswehr geht es insgesamt auch gut, auch mit den Aufgaben, mit dem Auftrag, den man in Litauen überhaupt an der Ostflanke zu erfüllen hat. Unsere Soldatinnen und Soldaten wissen, was sie zu tun haben. Sie beherrschen ihr Geschäft. Wir arbeiten eng zusammen mit anderen Partnern, insbesondere dort natürlich mit der litauischen Armee. Die Briten engagieren sich stark, die Kanadier auch, das muss man anerkennen. Also die NATO ist in der Tat, da hat der Bundeskanzler recht, verteidigungsfähig, insbesondere im Baltikum. Und das ist ein ganz klares Signal an Wladimir Putin, die Eskalation nicht auszuweiten. Ist auch gut so. Sie wurden noch weiterhin geadelt von der Presse als möglicher nächster Bundesverteidigungsminister. Was würden Sie anders machen? Denn die Aufgaben sind ja ganz groß. Allein jetzt diese 4000 Männer und Frauen plus vielleicht noch die Familien nach Litauen zu schicken, um sie dort zu stationieren, kostet erstens eine ganze Menge und ist eine ganze Menge Engagement. Können wir das? Das können wir. Ich finde erst einmal die Aussage richtig. Die Bundesregierung hat hier eine gute Ankündigung gemacht. Die wird dort begrüßt. Ich glaube auch, dass der Gipfel ein Erfolg war für die NATO. Wir werden größer. Finnland ist dabei. Schweden kommt hinzu. Aber das Geld, das ist kritisch, auch in Deutschland. Man kann nicht in Litauen vereinbaren, mindestens 2% und dann hier nur 1,4 haben. Da hat der Bundeskanzler noch eine Differenz zwischen dem, was er international zusagt und in Deutschland einhält. Das heißt, meine Erwartung, die Erwartung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist diejenige, dass der Bundeshaushalt überarbeitet wird, dass der Einzelplan 14 für die Bundeswehr erhöht wird. Wir haben zwar das Sondervermögen, aber wir müssen auch einen wachsenden Etat haben. Und das brauchen wir erst recht, wenn man so große Ankündigungen macht, wie die Stationierung einer ganzen Brigade in Litauen. Das sind ja nicht nur Soldatinnen und Soldaten, sondern dafür brauchen wir Verwaltung und wir müssen auch an die Familien denken. Wir brauchen Schulen, Kindergärten, das kostet alles Geld. Und hier muss die Bundesregierung endlich liefern. Ja, Sie fordern ja sogar noch mehr als 2%, also 2% plus sozusagen, wie andere das sagen, die Untergrenze wäre 2%. Realistisch bei der derzeitigen Regierung oder müssen Sie dann irgendwann ran? Naja, in jedem Fall ist es besser, wenn CDU und CSU wieder Verantwortung übernehmen, auch für die Verteidigungsfähigkeit des Landes wäre es besser. Aber es ist doch so, wenn wir vereinbaren im Bündnis mindestens 2%, und der Kanzler hat es gerade wiederholt, dann kann doch oder muss doch der deutsche Anspruch sein, nicht mal gerade eben im Mittel mehrerer Jahre 2% zu erreichen, sondern dann muss der deutsche Anspruch doch sein, als größtes Industrieland in Europa voranzugehen und deutlich mehr als 2% zu erreichen. Das ist möglich. Das bedeutet irgendwo Verzicht, aber die Lage sicherheitspolitisch ist nun mal so, wie sie ist. Wir machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern wir müssen darauf reagieren, dass Putin einen Aggressionskrieg begonnen hat und dass er dazu in der Lage wäre, den auszuweiten. Und wenn wir das stoppen wollen, wenn wir dem Einhalt gebieten wollen, müssen wir mehr tun. Ja, also jetzt machen wir beide auch mal einen Schlussstrich unter den Gipfel, der von Putin natürlich quasi getrieben ist, auch ein bisschen. Und die Kritik am Gipfel lautet zu wenig Entschlossenheit, das ist das eine, aber auch zu wenig Geschlossenheit in der NATO. Was ist Ihr Fazit? Nein, da bin ich der Auffassung des Bundeskanzlers, das war ein guter Gipfel. Die NATO ist am Ende geschlossen, sie nimmt jetzt auch Schweden auf. Das hat Schwierigkeiten bedeutet. Ich verstehe vieles, was die Türkei dazu formuliert hat, nicht, aber am Ende macht sie mit. Das heißt, Finnland und Schweden kommen hinzu. Das ist für uns Deutsche, die wir ja auch an der Ostsee leben, ein großer Sicherheitsgewinn für das Baltikum erst recht. Wir haben gemeinsame Verteidigungspläne formuliert.
Und wir haben gesagt, wie gerade eben besprochen, mindestens 2% für die Verteidigung auszugeben. Das sind klare Gewinne. Das ist ein Schritt nach vorne. Zudem haben die G7-Länder der Ukraine Sicherheitsgarantien versprochen. Übrigens, wir praktizieren sie schon. Die Ukraine weiß also, dass wir an ihrer Seite stehen. Wir werden das auch weiterhin tun. Mehr war jetzt wirklich nicht realistisch. Da hat die Ukraine etwas zu viel erwartet. Aber am Ende hat ja auch Präsident Selenskyj gesagt, es sei ein Sicherheitssieg gewesen. Also wenn auch er ein positives Ergebnis sieht nach diesem NATO-Gipfel, dann können wir das doch erst recht so sehen. Das heißt, der NATO-Gipfel insgesamt war ein großer Erfolg. Die Umsetzung in Deutschland ist noch eine Aufgabe, die auf die Bundesregierung wartet. Und deswegen danke ich Ihnen heute für dieses Gespräch. Dankeschön nach München, Johann Wadephul. Gerne.